Hallo Leute, willkommen zurück bei Frostpunk. Wir warten immer noch auf die 50% Hoffnung. Nein, wir warten nicht, wir spielen auf die 50% Hoffnung. Ja. Dann haben wir immer noch ein bisschen Essensprobleme. Weil hier haben wir ein paar Hungrige, aber die werden wir wohl jetzt satt kriegen. Aber jetzt machen wir erstmal 50% Hoffnung. Da müssen wir wohl noch einiges tun für. Die Sammelstelle hier ist auch alle Ebbe, also auch abbauen. Hier steckt man ein paar Arbeiter rein. Wir haben auf jeden Fall mal ein großes Depot für unseren Kohlevorrat. Und ja, jetzt wird es gleich ein bisschen kälter. Da müssen wir dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir wollten das hier umbauen. Denn da macht das Ding natürlich nicht wirklich Sinn. Bedeutet, wir bauen jetzt erst einmal hier eins hin. Auf jeden Fall unsere unsere Hütten hier warm bleiben. Und dann bauen wir das ab und bauen da Häuser hin. Stahl haben wir gerade über. Wir müssen noch ein Tempel bauen. Ja, das ist eigentlich egal wohin, wie gesagt. Wir dann auch hier reinbauen. Hier können wir nicht. Würde ich nicht machen. Das ist eigentlich die dritte Linie. Das ist eigentlich perfekt. Wir bauen den einfach mal dahin. Mal schon mal sehen, der da gut steht dann. Wird wohl passen. Da stehen auch Häuser, also. Steht dann halt nicht in der Wärme, ne? In der Wärmezone. Macht aber, glaube ich, nichts. Wir stellen ihn mal hier hin. Und was passiert? Geeint durch den Glauben. Ja, das scheint doch schon mal ganz gut zu laufen mit dem Glauben. Und mit dem Essen noch nicht. So ist das hier oben nicht aktiv. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ja, okay, das ist. Das ist okay. Hier machen wir jetzt auch voll. Hier machen wir auch voll. So. Brauche ich den Tempel noch? Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die sind ja auch schon wieder angekommen. Ja, da waren wir ja schon. Oh. Ja. Gut, in dem Fall kann man die gerade gar nicht mehr gebrauchen, oder? Lass mal das offen. Das ist eine Wetterwarte. Ja, dann schicken wir die halt mal zurück. Da gibt es nichts mehr zu holen irgendwie da draußen. Bauen das Ding ganz schön schnell, du. So, dann haben wir nämlich das. Dann bauen wir nämlich hier auch noch Baracken hin. Schön warm bleiben. Zwei Baracken hier, zwei Baracken hier. Tempel gebaut, die Hoffnung steigt. Oh, ja, das hat einen guten Schub gegeben. Schauen wir mal. 6, okay, alles klar. Müssen wir noch die Baracken fertig bauen. Mal auf die 50 kommen. Erforschen wir denn gerade? Verbessert der Heizkörper um 10%. Okay. Nicht gerade wahnsinnig viel.
aber besser als nichts. Kann ich ihn da noch machen? Kostet mich 20 Essensrationen. Machen wir erstmal das. Kann man hier auch noch was machen? Nee, das ist alles eins, okay. Wir sind an der Schneeklippe angekommen. Okay, da gibt es noch was. Oh, hier gibt es auch noch was. Na dann. Doch wieder hierher. So, dann können wir nämlich hier ein bisschen was abbauen. Das bedeutet, das hier bauen wir ab. Das Zelt. Zwei Einwohner sind gestorben. Ich glaube, das hier bauen wir zuerst ab. Und noch drei können wir noch abbauen. Diese Baracke hier. Diese Baracke und diese Baracke. Können wir hier eigentlich nochmal welche hinbauen, oder? Wir sterben die jetzt, weil wir essen. Sechs Essen. Ist möglich, weiß ich nicht. Oder vielleicht einfach, weil sie alt sind. Ja, jetzt sollten sie aber aufhören zu sterben. Ich habe mir gerade hart die Hoffnung hier erarbeitet. Das Zelt hier noch ab. Hey, warum sterben die jetzt? Was ist jetzt los? Was soll denn das? Sehe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ist ja nicht schön, oder? Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum die alle sterben auf einmal wieder. Versaut einen, das ganze Endgame hier. Sag mal. Geht's jetzt komplett wieder bergab, oder was? Okay, das macht jetzt für mich gerade keinen Sinn. Okay, das bauen wir auch ab. Könntet ihr mal bitte aufhören zu sterben? Das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Verstehe das Spiel jetzt gerade nicht.
das jetzt mir alles sterben lässt hier. Jetzt so kurz, jetzt lief es so gut und dann sterben die mir alle weg. Macht überhaupt keinen Sinn. Ein Orientierungspunkt. Neues Gesetz kann ich erlassen. Das muss ich irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, was da passiert ist. Oder was da gerade passiert. Jetzt mache ich halt noch ein Haus der Heilung. Wo kann ich das hier? Ich muss aber hier hin. So, sterben die mir auf einmal weg. Ganz plötzlich. Naja, man muss nicht alles verstehen, ne? Sollen wir noch ein paar Baracken bauen? Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall gleich kalt. Oder auf jeden Fall mal kälter. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Wenn, dann müssen wir es jetzt machen. Tja, seltsam, seltsam. Okay, Forschung ist auch gleich durch. Können wir die Energie effizient? Generatoreffizienz. Erstmal die Fabrik. Ich weiß aber nicht so recht, was ich mit der Fabrik anstellen soll aktuell. Ja, nicht so, wie wenn es nicht laufen würde. Kohlebau, ja, das wäre okay. Jagdtaktiken brauchen wir gerade nicht. Da können wir auch gerade die Effizienz dann machen, ne? Ja, dann machen wir mal die Effizienz, würde ich sagen. Bitte der Gläubigen. Sir, hier ist ein Geistlicher mit einer Gruppe Gläubiger. Sie bitten Sie, die Öffnungszeit des Wirtshauses zu verkürzen. Sie behaupten, dass die Vergnügung, die es bietet, Geist und Seele unserer Einwohner vergiftet. Die Hoffnung steigt. Okay. Dann lass uns mal die Hoffnung steigern. Das, was wir dann halt brauchen, ne? Rohstoffnahrung. Gibt's Fische?
Wir haben nur noch 4 Kranke, okay. Hört sich doch gut an. Haben wir da noch eine neue Baracke? Ja. Wenn da schon Platz ist, bauen wir da auch eine neue Baracke, oder? Hier ist auch noch Platz. Dann können wir wenigstens ein paar Häuser aufrüsten. Ohne Probleme. So, eine Sammelstelle. Da gibt es nichts mehr zu sammeln. Hier gibt es aber noch was zu sammeln. Hier gibt es sowieso was zu sammeln. Obdachlose. Und die sammeln ja hier, okay, alles klar. Die sammeln aber nur hier oben. Der sammelt hier. Ah, okay, alles klar. Gut. Der Tempel hat einigen geholfen, den richtigen Weg zu finden. Müssen die Hoffnung steigern. 20 Essensrationen. So, mehr geht gerade nicht. Angekommen und wieder Rohstoffe. Aha, okay. Haben wir hier nichts mehr. Und doch wieder zurück. Wird's gleich kälter. Das ist immer noch nicht abgebaut hier, oder? Doch. Mann, dann könnte ich hier noch so ein Kohlegenerator bauen. Oh, da geht es nicht. Fehlt noch was, oder? Habe ich keine Rohstoffe dafür? Ne, eine Kohlemine. Ja, vergessen. So, dann schauen wir mal. Essen müsste eigentlich okay sein. Wieso ist der Kohlevorrat? Wieso ist das so übel? Tagsüber, oder wie? Ne, ist ja nachts, oder? Wird gerade nachts. Hm. Achso, weil wir die Effizienz der Heizkörper hoch geforscht haben, haben wir jetzt natürlich mehr Kohleverbrauch. Das ist halt doch immer schon ganz schön extrem. Wieso läuft hier so wenig? Wahrscheinlich, weil die auch noch mit abbauen. Speer. Steinernes Schiff. Ein Orientierungspunkt. Okay. Oh, jetzt geht's wieder hier hoch. Okay. Ja, irgendwas wird das mit dem Zeug schon auf sich haben. Vor allem mit dem Treadnought, der noch da ist. Der wird wohl nicht umsonst da rumstehen.
gut. Das hätte man dann auch. Wie viel Hütten? Zwei. Okay, wir können zwei umbauen sozusagen. Basismäßig schon ein bisschen wärmer. Könnten hier eigentlich noch was hinbauen, so lang. Die wir umbauen können. Das macht der hier ganz allein. Er wandert ein bisschen durch den Schnee. Auch okay. Danke, die Hoffnung. Ja, versuch's. Das ist gerade irgendwie. Wenn jetzt nicht alle gestorben wären, da ständig, dann wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Kann ich nochmal zwei? Wir sollten halt nur aufhören zu sterben, dann wäre alles gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Tempo hier machen. Wenn wir da Kohlereserven reinbekommen. Auch mit der Forschung. Jetzt geht unsere Kohle nämlich aus. Nahrung gebracht. So, sonst können wir auch nirgends mehr gerade hin. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bevor wir die auflösen. 35 Minuten, bis die anderen da sind. Holz. Ja, das war's. Das war's. Na, dann schickt man die halt auch zurück. Die hier. In dem Fall auflösen. Sammelstelle hat auch nichts mehr zu tun. Bauen wir auch ab. Spart auch ein bisschen Kohle. Hier hat auch nichts zu tun. Bauen wir in dem Fall auch ab. Und dann können wir nämlich hier eine weitere Kohlemine bauen. Das Ding hier. Bräuchte man nicht hier auf jeden Fall. Sondern zur Effizienz der Heizkörper, okay.
Dann machen wir noch die Generatoreffizienz, dass wir Kohle sparen. Ein Einwohner ist gestorben. Wie konnte das passieren? Stimmen. Na dann geht mal da rein und holt die Stimmen. So, was mit unserer Kohle? Wird dann bloß, juhu. Sehr schön. Das hier müssen wir umbauen. Bauen wir hier hin. Das bauen wir ab. Jetzt hört auf zu sterben. Jetzt fängt es schon wieder an. Aus der Heilung ist zu kalt. Hier ist erschöpft. Ja, dann bauen wir das auch ab. Vier Ingenieure, die Hoffnung steigt. Ja, wenn die anderen nicht da und weg sterben würden. Baracken. Aber noch genug, oder? Machen wir erstmal hier alle voll. Dann hier Heizung an und maximal Arbeiter. Und dann schauen wir mal hier. Das ist Bereichseinstellung. Hier haben wir Dampfstufe. Wir schauen mal bei minus 50 Grad, wie es da aussieht. Sieht doch super aus. Weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Na, den ist halt hier kühl, ne? Das hier reicht auf keinen Fall. Reisehaus muss beheizt werden. Das muss beheizt werden. Keine Ahnung, was das gerade ist. Muss beheizt werden. Hier. Ein weiser Mann. Das ist jetzt noch ein so ein Ding, eine hölzerne Ruine. Lassen wir erstmal in Ruhe, das bringt ja nichts. So, jetzt schauen wir hier mal. Das ist nämlich hier, das ist geheizt. Das ist geheizt. Können wir das hier abbauen? So, das hier wird dann zwischen 8 und 18. Das auch. Dann können wir was erforschen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Rohstoffe. Optimierung des Kohleabbaus. Das können wir noch machen. Dann sollten wir mit der Kohle eigentlich durch sein. Ich glaube, die steht, sie sieht jetzt schon verdammt gut aus. Naja, was heißt verdammt gut? Es geht immer schneller, wie man denkt. Da guckt man einmal nicht hin und schon ist die Kacke am Dampfen. So, hier brauchen wir noch ein paar Häuser, glaube ich. Dass wir irgendwie da oben ein bisschen wegkommen davon. Oder wir bauen hier einfach Baracken. Wie viele Baracken könnte man denn bauen? Essen. Auch gut. Drei. Okay. Bauen wir hier mal drei Baracken. Was hat das Ding für einen Umkreis hier?
alles ist doch okay. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, Hoffnung vorantreiben. Nach oben pushen. Der hat schon wieder ein paar verlorene Seelen hier geholt. Oder halt, stopp, wir machen das anders. Das gefällt mir gerade nicht. Ich möchte eigentlich das hier, den Bereich hier noch beheizen. Eigentlich machen, oder? Das könnte ich eigentlich so machen. Halt gerade der Mittelbereich hier. So, und dann werde ich hier nämlich noch ein paar Häuschen hinstellen. Dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal hier bei Frostpunk und tschüss.